Zuerst einmal möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung im Namen der Veranstalter, das heißt also in dem Fall des Kurt-Eisner-Vereins, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern und meiner Wenigkeit des MdBs Harald Weinberg und als dritter Mitveranstalter des Vereins Ansbach umgedacht, ein kleiner Verein hier in Ansbach, der sich für Nachhaltigkeit und Recycling und Ähnliches halt eben auch mit um gutes Leben einsetzt. Also insofern passt das sehr gut. Wir haben ja eine Situation insgesamt in Deutschland, wo man sagen kann, es gibt so ein paar feststehende Wendungen in der Gesundheitspolitik. Eine der feststehenden Wendungen lautet, der Patient gehört in den Mittelpunkt. Der Dieter Hildebrandt hat daraus mal gesagt, das kann man auch so verstehen, dass man sagt, der Patient ist Mittelpunkt. Das ist natürlich ein bisschen böser, wenn man das halt so fasst, aber so ist halt Dieter Hildebrandt gewesen. Das gilt mit Sicherheit für jeden einzelnen Leistungserbringer. Ich will da auch niemandem zu nahe treten, mit Sicherheit. Aber wir haben Situationen, wo man zumindest daran zweifeln kann, ob die Strukturen, mit denen wir es zu tun haben, ob diese Strukturen tatsächlich so ausgestaltet sind, dass das so ist, dass sozusagen der Patient im Mittelpunkt des Versorgungsgeschehens steht. Wir haben auch schon seit Jahrzehnten eine Debatte darüber, dass es tiefe Gräben gibt zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung, dass es da unterschiedliche Systematiken der Finanzierung gibt und so weiter und so fort, auch bestimmte Schuldzuweisungen. Im Augenblick haben wir ja eine Diskussion auch in Deutschland, was die gesundheitspolitische Debatte betrifft, Schuldzuweisungen in der Frage halt eben, wer ist jetzt eigentlich zuständig und wer hat es zu organisieren, die Notfallversorgung, also die Notfallambulanzen, der Bereitschaftsdienst der KV und so weiter und so fort. Das ist so ein typischer Streit zwischen den Sektoren, der sich da auch ein Stück weit abzeichnet. Einmal, wie organisieren wir das Ganze und dann als zweites natürlich, wie wird es vergütet. Wir haben in der Region hier auch, ich glaube, an zwei Punkten eine öffentliche Diskussion, eine weitreichende. Das eine ist in der Tat das Problem Ärztemangel auf dem Land. Dazu haben wir ja auch schon mal eine eigene Veranstaltung auch gemacht. Und natürlich wird die gesamte Versorgungssituation im Moment halt überlagert durch die Diskussion über die wirtschaftliche Lage und die Situation des hiesigen Klinikums, ein Regiomed. Das bestimmt im Moment die öffentliche Debatte. Das Problem ist ein bisschen, dass es da halt auch über Schuldzuweisungen im Moment nicht wesentlich hinausgeht. Und unser Ansatz war jetzt eigentlich mal zu überlegen, kann man nicht sozusagen auch mal das gesamte Versorgungsgeschehen der Region in den Blick nehmen und schauen, wie man da sozusagen halt eben auch innovativ ein Stück weit weiterkommt. Und da ist es ja so, dass es, ich sag mal, so etwas gibt wie eine Linie von Prävention über die Akutbehandlung halt eben zur Rehabilitation. In dieser Linie stecken ja im Prinzip oder sollten eigentlich auch entlang dieser Linie die Patientinnen und Patienten entsprechend versorgt werden. Wir haben Rahmenbedingungen, die eigentlich nicht so günstig sind, weil sie eher auf Wettbewerb setzen als auf Kooperation. Aber insgesamt haben wir in einigen Regionen, dazu gehört diese hier auch, Probleme, wo es ganz offensichtlich so stark drängt, dass man ein Stück weit aus dem Strukturgefängnis auch versucht auszubrechen. Und das ist im Schwarzwald auch schon mal passiert vor einiger Zeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, um unsere Diskussion halt ein Stück weit zu beleben, Impulse zu geben. Es ist ja die Frage, ob die Voraussetzungen die gleichen sind oder ähnliche sind. Das muss man alles sich dann nochmal im Einzelnen angucken. Aber um unsere Diskussion hier Impulse zu geben, laden wir einfach auch mal denjenigen an, nämlich Herrn Dr. Hildebrandt, der seinerzeit im Schwarzwald das Projekt Gesundes Kitzingtal auch mit aus der Taufe gehoben hat, als Referenten. Soweit erstmal vielen Dank. Das war mein Part für heute Abend. Auch so ein bisschen Moderation mache ich jetzt nichts mehr, weil die inhaltlichen Impulse kommen von anderen, denke ich. Vielen Dank. Es ist ja auch so, dass wir dann seit etwa einem Jahr auch eine organisierte Struktur der Entwicklung von Gesundheitsregion Plus hier in Ansbach Stadt und Land haben. Das ist auch nicht unwichtig, weil wir in der Tat eine Mangelregion sind. Ich erinnere da an eine Broschüre von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Da ist eine Karte drin, da sind die unterversorgten Gebiete drin und da ist in der Tat in dieser Karte das westliche Mittelfranken, also gerade unsere Region, sehr deutlich hervorgehoben als eine Mangelregion. Ich glaube, dass wir da einiges noch zu tun haben, um hier sozusagen eine Gesundheitsversorgung entsprechend sicherzustellen. Und dazu übergebe ich jetzt an Herrn Dr. Hildebrandt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier nach Ansbach.
Mich hatte es bisher noch nicht hier nach Mittelfranken verschlagen. Nürnberg war das nächstgelegene bisher. Aber es hat Spaß gemacht, hierher zu kommen, und ich habe schon mit Freude mir das Städtchen ein bisschen angesehen. Das zumindest schon mal vorweg. Zu meinem Hintergrund kann ich ja schon mal anfangen, bis die Präsentation aufgerufen ist. Ich bin von meiner Erstausbildung her Apotheker und habe dann aber lange, also nur sehr kurze Zeit in der Apotheke gearbeitet und dann sehr lange im Forschungsbereich gearbeitet. Und zwar sowohl für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, insofern gibt es auch schon Bezug zu dem Thema Gesundheitsförderung, und für die WHO und für die Medizinsoziologie im UKE in Hamburg, also Universitätsklinik in Eppendorf. Und von dort ausgehend haben sich die Gedanken und die Ideen weiterentwickelt. Und für die WHO hatte ich mal die schöne Chance, ein Projekt hier in Deutschland mit aufzubauen. Healthy Cities hieß das, gesunde Städte. Und hier aus Bayern war die Stadt Nürnberg und die Stadt München mit dabei, wo wir das jeweils mit etabliert haben und aufgebaut haben. Jetzt ist dieser Gedanke, das, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ein bisschen weitergehen. Also über das hinausgehen, was mit dem Thema Gesundheitskonferenzen oder Gesundheitsregionen normalerweise gedacht wird. Weil es ist ein ganzes Stück radikaler. Und Sie werden gleich sehen und erleben, ob Ihnen das gefällt oder ob Sie da eher Sorge oder Herausforderungen damit sehen. Weil die Behauptung ist die, wir brauchen mehr als nur eine Koordination von bestehenden Einrichtungen. Wir brauchen, das sage ich jetzt schon mal, wir brauchen eine Reorganisation der Finanzierungsströme im Gesundheitswesen. Und ohne diese Reorganisation der Ökonomie schaffen wir es nicht, zu dem zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich zur Förderung und zur Unterstützung der Produktion von Gesundheit, statt dem sozusagen Geschäftsinteresse am Thema Krankheit. So, das sei jetzt sehr theoretisch, aber ich beschreibe das gleich ein bisschen genauer. Und das Ganze verbindet sich mit der neuen regionalen Aufstellung, dass also Gesundheitswesen eher regional gedacht wird, als einrichtungsbezogen gedacht wird. Also von der einzelnen Praxis, von der einzelnen Apotheke weg auf so eine regionale Überlegung. Und damit auch gleichzeitig die Zukunft der Versorgung dauerhaft und nachhaltig sichern. Weil aus diesen Projekten, denen ich früher auch immer tätig gewesen war, war mir immer das Problem, man muss schon während der Projektlaufzeit versuchen, die Förderung wieder zu organisieren für die anschließende Zeit. Und insofern ist das eigentlich ein ständiges Hinterherrennen hinter öffentlicher Förderung, und das ist eigentlich nicht gut. Das bekommt auch der Arbeit nicht gut, weil man muss immer so mit einem Gesichtspunkt schon darauf denken, wo ist die nächste Förderausschreibung, die vielleicht für mich interessant ist. Jo. Ich kann auch selber so einen Drücker, oder? Nicht, okay. Gleich Bescheid. Ganz grundsätzlich nochmal. Was haben wir denn als Problem eigentlich im Gesundheitswesen? Und meine Behauptung ist, Sie haben vielleicht das Spiegeltitelbild gesehen oder auch den Artikel gelesen. Das handelt nun auch zufällig von einem Krankenhausbetreiber, der in meiner Heimatstadt in Hamburg tätig ist. Das ist der Asklepios-Konzern, der das schwer angegriffen worden ist. Aber das ist ja eigentlich eine Situation, die in vielen Krankenhäusern ganz üblich ist. Und ich selber hatte eine Zeit lang die Geschäftsführung für ein Krankenhaus für einen Landkreis in der Nähe von Lüneburg. Und auch da, auch als Geschäftsführer eines Krankenhauses, kommt man gar nicht drum herum, der Ökonomie ein Stück Folge zu leisten. Weil wenn man rote Zahlen schreibt, wird das auch nicht unbedingt sozusagen den Status des Geschäftsführers auf Dauer fördern, wenn der Landkreis irgendwann sagt, wie soll ich denn das noch finanzieren können? Also auch da muss also der öffentliche Geschäftsführer, der frei gemeinnützige, der ob evangelisch oder katholisch oder der private, hat eigentlich ähnliche Herausforderungen dabei. Und ganz grundsätzlich dahinter steht aber, unser Gesundheitssystem ist falsch ausgerichtet. Unser Gesundheitssystem ist auf die Behandlung ausgerichtet, und wenn alles schon in den Brunnen gefallen ist, dann wird mit maximalem Einsatz versucht, das wird ja irgendwie zu retten.
aber nicht an der richtigen Stelle vorher, bevor eigentlich diese Erkrankungsfortschritt schon so weit hochgegangen ist, dass er dann einen stationären Krankenhausaufenthalt hat. Das heißt, kann man nicht eigentlich, wie in der Umweltschutzdiskussion, überlegen, wo kann man schon früher ansetzen, zielgerichtet so einen Patienten zu unterstützen, dass er, wenn er dabei ist, Diabetes zu entwickeln, halt sozusagen davor bewahrt wird, in den manifesten Diabetes hineinzukommen. Oder wenn er einen Diabetes schon hat, davor bewahrt wird, in die Folgeschäden von dem Diabetes hineinzukommen. Also wo kann man eigentlich diese unselige Kette, die dann da sich entspinnen kann, wie kann man die schon unterbrechen? Und dadurch, dass der Patient noch relativ unmündig in unserem System gehalten wird, hat man ihn jedenfalls nicht richtig als Partner bisher einbezogen. Dazu kommt dann aus der Historie heraus völlig verständlich und ganz nachvollziehbar in der Entwicklung von dem Hausarzt, der früher vor 100 oder 150 Jahren die Familie behandelt hat, zu der heutigen Situation, dass also 20, 30, 40 Stellen im Gesundheitswesen mit einem chronisch kranken Patienten zu tun haben, ist ein gewaltiger Wechsel. Und all diese Stellen sind eigene kleine Wirtschaftsunternehmen. Ob das nun die Arztpraxis ist, ob das die Apotheke ist, der Physiotherapeut, das Krankenhaus oder wer auch immer im Gesundheitswesen, die Logopädin, der Diplompsychotherapeut etc. Alles sind kleine Wirtschaftsunternehmen. Und natürlich, wie in unserem Wirtschaftssystem üblich, muss der sich erstmal um seine eigene Wirtschaftlichkeit kümmern. Irgendwie muss er sehen, dass er seine Mitarbeiter bezahlen kann, dass er sich selber ein für ihn angemessenes oder für sie angemessenes Entlohnung herausholen kann, etc. Das heißt, die Orientierung des Einzelnen ist erstmal auf die eigene betriebliche Situation ausgerichtet. Der Patient und sozusagen seine Wanderung aus einem Zustand von einer relativen Gesundheit in einen Zustand von einer starken Krankheit gerät damit aus dem Blickfeld. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir insgesamt haben. Wir haben eine Fragmentierung im Gesundheitswesen. Alles sind einzelne kleine Betriebe. Das Geschäftsmodell ist jeweils auf den einzelnen Betrieb zugeschnitten und nicht auf die Verbesserung der Situation des Patienten. Wenn der Arzt oder der Physiotherapeut ganz intensiv mit dem Patienten arbeitet, ist das zu seinen eigenen wirtschaftlichen Lasten. Wie verrückt sind wir eigentlich, dass wir so ein System so geschaffen haben? Dass derjenige, der das Gute macht, der das Richtigere macht, eigentlich eher bestraft wird im Verhältnis zu seinen Kollegen, die da rumfuschen, in Anführungsstrichen, oder sozusagen auf die Schnelle sozusagen den Prozess da durchschleudern. Das ist doch falsch, da haben wir doch irgendwie einen Fehler gemacht. Es ist verständlich, dass sich das so entwickelt hat aus der Historie heraus, aber wir sind heute im 21. Jahrhundert eigentlich in einer Situation, wo wir neu das überlegen müssen, wie kann man denjenigen, der das Gute, der das Richtige macht, der bei dem Patienten den Fortschritt produziert in Richtung Gesundheit, eigentlich positiv unterstützen. Und das ist der dritte Punkt, die Vergütung belohnt jeweils eigentlich das Falsche. Und das folgt dann natürlich ganz logisch, die Diskussion, wie der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung sich entwickeln wird. Da kommt noch mit einher, dass natürlich man immer feiner arbeiten kann, dass man auch mit der neuen Technik, mit neuer Diagnostik, mit den hochpreisigen neuen Medikamenten nochmal am Ende des Lebens vielleicht nochmal zwei Monate dazu gewinnen kann. Aber für Preise, die dann nachher 40.000, 50.000 Euro sind. Und das bedeutet aber letztendlich, die Beitragssatzdiskussion wird uns in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen. Und da ist die Frage, bis zu welchem Beitragssatz schaffen Sie das als Gesellschaft? Was können wir uns da leisten? Und was ist der Einzelne dazu in der Lage, aus seinem mühsam verdienten Gehalt dafür zu zahlen? Mit den Beitragssätzen hat man ja hat schon seine Schwierigkeiten mit den Zusatzbeiträgen, die der Einzelne zu zahlen hat. Ob diese Prognosen so stimmen, mag dahingestellt sein. Also ich würde da eher jetzt nicht ganz so große Prognosen setzen, aber trotzdem, wir sind in einer Situation, eigentlich weiß jeder, da muss sich was verändern. So, und die Frage ist, warum gestalten wir eigentlich unser Gesundheitssystem nicht so, dass die Praxen, die Krankenhäuser und die weiteren Einrichtungen ein wirkliches Interesse
an der bestmöglichen Produktion von Gesundheitsergebnissen bekommen. Jetzt ganz kurz noch zu meinem Hintergrund. Also ich hatte ja schon ein bisschen was zu mir persönlich gesagt. Wir haben von dem UKE ausgehend und über verschiedene weitere Stufen, erstmal über einen Verein und dann über andere Gesellschaften, eine Firma gegründet. Eigentlich damals mit der Idee, ein Projekt, was wir da in diesem Landkreis Lüchow-Dannenberg in der Nähe von Lüneburg machen wollten, mit dem Krankenhaus, das zu realisieren. Dafür hat man eine AG gegründet. Die haben wir jetzt als sozusagen Startbasis. Und mit der haben wir dann in anderen Gegenden in Deutschland solche integrierten Versorgungssysteme geschaffen. Wir hatten dazu das Glück, dass wir 2000 ja eine Gesetzesreform hatten, die Gesundheitsreform damals, die es überhaupt ermöglichte, andersartige und Gesundheitserfolge belohnende Verträge zu machen. Früher ging das gar nicht zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern. Da wurde immer nur gemeinsam und einheitlich verhandelt. Und wenn wir da eine gute Idee hatten und den Krankenkassen das vorgestellt haben, dann gab es immer eine besonders langsame Krankenkasse, die sagte, oh, erstmal noch nicht, wir wollen noch mal abwarten. Und dann wurde es schwer, das zu realisieren. Und ab 2000 war es möglich, auch mit einzelnen Krankenkassen schon sozusagen vorwärtstreibende Verträge zu machen unter diesem Paragraph 140 integrierte Versorgung. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, von dort ausgehend das zu gründen und zu etablieren. Und ich habe das mit Partnern zusammen, die alle auch aus den Gesundheitswissenschaften kommen und unterschiedliche internationale Hintergründe haben und nationale Hintergründe haben. Weiter. Das Ganze wird unterstützt von einem Aufsichtsrat. Ja, weiter. Der aus dem Gesundheitswesen kommt und versucht, alle Erfahrungsfelder da sozusagen abzudecken. Aus Krankenkassensicht, AOK Bundesverband, Herr Dr. Ahrens, aus der kritischen Arzneimittelsicht, Professor Gläske, vielleicht ab und zu mal gehört, Professor Trojan, der mehr aus dem Selbsthilfebereich kommt, aus der Patientenunterstützung, die Frau Professor Kickbusch, die bei der WHO lange Zeit tätig war und dieses Healthy Cities Projekt mal ursprünglich gegründet hatte vor über 30 Jahren, Richter Reichelm, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gewesen ist, und mit Frau Professor Köckler, eine ausgewiesene Stadtplanerin, die aber Stadtplanung und Gesundheit und Regionalplanung zusammendenkt aus der Hochschule in Bochum. Gut, was haben wir jetzt geschaffen damit? Und wir haben versucht, eine Win-Win-Win-Win-Lösung zu generieren. Für Patienten, für Ärzte, für Krankenkassen, Gesellschaft und sogar auch für die lokalen Betriebe. Weil ich hatte es vorhin angesprochen, betriebliche Gesundheitsförderung gehört ja auch mit dazu. Also eine regionale Gesundheitsmanagementgesellschaft gegründet im Kinzigtal, da komme ich gleich noch dazu, die durch erfolgsbelohnende Verträge mit Krankenkassen Geld verdient und mit diesem Geld gleichzeitig die Gesundheit der lokalen Bevölkerung unterstützt. Und da ist halt dann nicht mehr, geht es dann nicht mehr um 50.000 Euro, sondern geht es um Millionenbeträge. Weil wir pro Person, jeder, der hier sitzt, verbraucht wahrscheinlich im Schnitt in Deutschland um die 2.400 Euro pro Jahr. Also das sind die normalen Kosten im Gesundheitswesen. Und wenn Sie das mal hochrechnen mit 100.000 Einwohnern, dann sehen Sie, was das für eine Geldmenge ist, die da eigentlich jährlich verbraucht wird. Und da ist natürlich auch viel Möglichkeit drin, dass man auch besser investieren kann. Da komme ich aber gleich noch dazu. Gezielt versuchen wir damit eine Defragmentierung, also eine Entfragmentierung dieser Versorgung zu organisieren durch Vernetzung. Da sind wir dann wieder ganz nah dran an dem Konzept der Gesundheitsregionen. Gleichzeitig aber auch zu schauen, wie können wir die Patienten aktivieren und wie können wir gezielt auch da hinein investieren. Ein verbindendes Interesse und eine Beteiligung der regionalen Ärzteschaft zu organisieren. Ich möchte fragen, wer ist hier aus der Ärzteschaft dabei? Ja, doch einige. Wer ist aus den Krankenkassen dabei? Niemand? Patientenschaft? Ich hoffe doch eigentlich, habe schon alle mal das erlebt im Gesundheitswesen. Und sonst nicht einfach nur interessierte Zuhörer. Oder gibt es noch andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen?
Krankenpflege, genau. Physiotherapie? Heute nicht dabei. Okay. Gut, also wer nachher noch mitreden möchte, soll sich einfach melden. Der Gedanke ist dann da drittens dabei, gezielte Zusatzvergütungen dafür, als Investment praktisch reinbringen zu können, für die Punkte, wo wir glauben, da könnte es sich mehr lohnen. Ob das nun mit den Vereinen ist, mit den Sportvereinen ist, ob das mit ganz gezielter Unterstützung ist von einzelnen Personen in einem Case-Management-Ansatz oder wo auch immer. Also Vermeidung von Krankheitsprogression, das ist bei der Krankheit nennt man das also die Krankheitsaufentwicklung. Und wir machen das seit über 10 Jahren im Kinzigtal. 2006 haben wir den Vertrag unterzeichnet mit der AOK und der Landwirtschaftlichen Krankenkasse dort. Und seit der Zeit läuft das ganze Projekt dort und zwar auch erfolgreich. Und inzwischen unbegrenzt erfolgreich. Also das ist kein Vertrag, der eine automatische Endgrenze hat, sondern ein unbegrenzter Vertrag. Und mit dem 1.1. diesen Jahres hat jetzt eine weitere Lösung gestartet in 2 sehr armen Stadtteilen von Hamburg, das Bühlstedt und Horn. Heute war im Hamburger Abendblatt ist der neue Sozialatlas abgebildet. Bühlstedt und Horn sind die Bereiche, die schon eine niedrige Sozialstruktur haben und auch von der Dynamik her noch eher sich ins Schlechtere entwickeln. Also ganz gezielt haben wir deshalb die beiden Stadtteile auch ausgesucht. Und mit weiteren Regionen sind wir dabei. Und jetzt Ergebnis schon mal vorab, was wir da im Kinzigtal erreicht haben. Im Schnitt leben tatsächlich diejenigen, die in dem Projekt sich selber mit eingeschrieben haben und mitmachen, inzwischen 1,2 Jahre durchschnittlich länger, das heißt also das Sterbealter ist um 1,2 Jahre im Schnitt erhöht, gegenüber einer Kontrollgruppe von denjenigen, die nicht an dem Projekt teilnehmen, aber in der gleichen Region wohnen und sonst alle die gleichen Eigenschaften haben. Also gleicher Pflegestatus, gleiche Arzneimittelquote vorab und so weiter und so fort. Dabei ist für die Krankenkassen ein wirtschaftliches Ergebnis herausgekommen, dass wir nämlich den Deckungsbeitrag, das ist das, was die Krankenkasse, man könnte auch sagen, als Gewinn in Anführungsstrichen hat. Sie ist ja kein gewinnorientiertes Unternehmen, weil sie ein Non-Profit-Unternehmen ist. Aber im Prinzip sozusagen der Deckungsbeitrag, sagt man dafür deshalb, ist das, was die Krankenkasse unterm Strich übrig behält. Gegenüber den Einnahmen, also die Ausgaben gegenüber den Einnahmen. Und da hat sich die Wirtschaftlichkeit der Krankenkasse um 5,5 Millionen verbessert. Das bedeutet insgesamt fast 30 Millionen, die damit gesellschaftlich zugunsten der Solidargemeinschaft reduziert worden sind. Und davon ist allerdings ein Teil abgegeben worden dann an die Gesellschaft Gesundes Kinzigtal, damit sie ihr Investment machen konnte. Also ein Teil dieses Erfolgs haben wir bekommen. Und Sie sehen hier zum Thema Patientenzufriedenheit, wir haben da so aufgeführt den Gesundheitsstatus, Patientenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit, dass diejenigen Mitglieder, die an einer besonderen Intervention teilnehmen, die wir dort machen, die Ärzte, die mit uns sich verbunden haben, sind ganz spezifisch darauf trainiert worden, anders mit ihren Patienten umgehen zu können. Und zwar dahin, dass sie das, was der Patient für sich selber als Ziel sich setzt, als primäre Anforderung für sich selber sehen. Also erstmal wird versucht, der Patient herauszukitzeln, was ist denn sein Ziel, ihr Ziel. Das kann sein, ich möchte in der Lage sein, zum Geburtstag meiner Kinder oder meiner Enkelkinder mit der Bahn dahin zu fahren. Und meine Mobilität muss dafür wieder da sein bis dahin. Oder das kann sein, dass ich am Bauch ein bisschen was abnehmen möchte, um wieder mich besser zu fühlen. Oder was auch immer. Aber das ist sozusagen das Erste. Erstmal mit dem Patienten an dem Ziel arbeiten, an dem Ziel und den Patienten unterstützen und das medizinische Ziel, was man selber im Kopf hat als Arzt, weil man sieht, was sind die Blutwerte, was sind die Fettwerte etc., dass man dieses Ziel erstmal so ein bisschen im Hintergrund behält. Wenn erstmal das Ziel des Patienten nach vorne nimmt. Und wenn der Patient dann eine solche Zielvereinbarung mit dem Arzt gemacht hat, dann sehen Sie, die Patienten sind extrem glücklich mit unserer Arbeit, so 98,9%. Sind die also mit unserem System total glücklich. Die anderen Patienten, die da nicht, also das sind ungefähr ein Viertel der Patienten, die solche Zielvereinbarungen berichten von
sich aus der Studie, die wir gemacht haben, mit der Universität Freiburg, die drei Viertel, die nicht solche Zielvereinbarungen von sich aus berichtet haben, sind auch sehr zufrieden, aber die sind halt bei 92% zufrieden. Da sehen Sie nochmal, der Patient, der wirklich das Gefühl hat, er wird mitgenommen, ist nochmal ganz anders beteiligt und macht auch tatsächlich mehr für sich. So, eine wichtige Sache, man braucht einen langfristigen Vertrag. Man muss sicher sein, wenn wir heute investieren in Veränderungen, dann müssen wir ja auch irgendwann sozusagen sicher sein, dass das Geld wieder zurückkommen kann. Also, man braucht einen langfristigen Vertrag. Wir nennen das einen Shared Savings Vertrag. Das ist, muss ich jetzt nicht so kümmern, das ist jetzt die englische Begriffslösung dafür, aber das ist so ein typischer Begriff in der Gesundheitswissenschaft. Das ist ein Vertrag, der sagt, wenn wir zu deinen Gunsten, Krankenkasse, ein zusätzliches Delta für dich erwirtschaften, dann bekommen wir davon einen Anteil. Shared Savings. Weiter. Und im Kinzigtal, jetzt immer das Blick, das Bild hier auch, das Kinzigtal selber. Sie kennen wahrscheinlich Straßburg, Sie kennen sicherlich Freiburg und hier von Offenburg geht das Tal hier rein. Im Endeffekt geht die Kinzigtal hier oben in der Nähe von Freudenstadt, ist so ein früher Flößerfluss, wo die alten Bäume aus dem Schwarzwald reintransportiert worden sind in den Rhein und dann nach Amsterdam, um dort die Häuser auf die Pfähle zu setzen. Und ist ein sehr breites Tal, ist so eine der Magistralen, die Römer sind schon durch das Tal reinmarschiert, also so ein breites Tal, ist nicht ein sehr schmales, enges Tal. Ist relativ auf der einen Seite idyllisch, Sie sehen hier vorne so ein bisschen so ein Bild hiervon, auf der anderen Seite durchaus auch industriell, also viele kleine Firmen, die dort ihren Sitz haben, relativ niedrige Arbeitslosigkeit und besteht aus vielen kleinen Orten, es gibt nicht einen Zentralort, sondern viele Orte, die ungefähr ähnlich groß sind, von Gengenbach, Zell, Haslach, Hausach, Wolfach, sind alles so Orte von der Größenordnung so 8.000 jeweils und 8.000 bis 10.000. Und insgesamt wohnen dort etwa 70.000 Leute und davon sind 33.000 versichert bei AOK und Landwirtschaftlicher Krankenkasse. Und von der GKV, also von der gesetzlichen Krankenkasse, sind es ungefähr damit schon etwas mehr als 50%. Und die beiden Krankenkassen, Sie kennen die Krankenkassen, sind nicht unbedingt diejenigen, die diese besonders Reichen versichern, sondern eher die ärmere Bevölkerung. Weiter. Und in dem Vertrag haben wir folgende Lösung drin. Die Krankenkassen haben ja Einnahmen und die Einnahme der Krankenkasse ist für jeden einzelnen Versicherten bezogen auf dessen Alter, dessen Geschlecht und dessen Morbidität. Das bedeutet, in der Einnahme der Krankenkasse spiegeln sich die deutschlanddurchschnittlichen Kosten für diese Versicherten wider. Deutschland durchschnittlich, jeder Einzelne kann natürlich sich sehr abweichen von Deutschland zum Durchschnittswert, aber im Endeffekt, wenn man eine große Population hat, dann kommt das ungefähr schon hin. Und mit den 33.000 klappt das eigentlich ganz gut. Und wenn wir es jetzt schaffen, gegenüber den Einnahmen, die also die Normkosten hier sind, etwas geringere Istkosten zu produzieren, dadurch, dass wir die Versicherten so gut betreuen, dass halt von 100 durchschnittlichen Schlaganfällen nur 80 auftreten. Oder von 10 Frakturen, Oberschenkelhalsbrüche weniger auftreten, als Deutschland durchschnittlich normalerweise zu erwarten wäre. Oder wenn wir es schaffen, 5 Amputationen weniger zu kriegen, als normalerweise auftreten würden, dann schaffen wir ein Nutzen für die Krankenkasse. Sie hat weniger Kosten. Und dieser Nutzen von der Krankenkasse kann dann von der Krankenkasse uns anderthalb, zwei Jahre danach wiedergegeben, zurückgegeben werden. Weil bis dahin braucht sie, bis sie die Daten hat, ausgerechnet hat, bis die Deutschland-Durchschnittswerte festgestellt worden sind etc. Aber in der Einnahmen-Ausgabensystematik der Krankenkasse findet sich also ein Stückchen das Gesundheitsergebnis, was wir für diese Bevölkerung dort produzieren. Und damit lassen Sie die Prozentsätze weg, die sind sozusagen jetzt eher für die Zukunft gedacht, für neue Projekte, die wir da angehen. Aber vom Prinzip her bleibt halt ein Teil bei der Krankenkasse
und ein Teil geht zu uns und mit dem investieren wir dann immer sozusagen für die nächsten 2-3 Jahre schon voraus. Also wir investieren heute, um das Ergebnis zu erzielen, was wir erst in 2 Jahren wissen werden und müssen morgen investieren für das Ergebnis in 3 Jahren und so weiter. So muss man im Vorhinein arbeiten und nach vorne denken. Und immer dann, wenn wir in bessere Qualität und höhere Effizienz hinein investieren und in gute Unterstützung der Patienten, sodass sie sich sicher fühlen, dann produzieren wir einen Erfolg. Eine wichtige Nebenbedingung dafür ist, der Patient muss frei sein, wo er hingeht. Das ist bei uns geregelt. Der Patient ist völlig frei, zu welchem Arzt er geht, zu welchem Krankenhaus, zu welcher Pflegeeinrichtung etc. Also da gibt es keinerlei Begrenzung. Und alle Kosten, die für diese Patienten entstehen, wandern ja irgendwann dann wieder zur Krankenkasse. Und insofern werden sie auch alle gezählt. Ob der Patient sich dann hier in Nürnberg behandeln lassen soll aus dem Kinzigtal oder nach Berlin in die Charité fährt oder bei einem Arzt irgendwo in Freiburg sich behandeln lässt, ist völlig egal. Alle Kosten werden dagegen gerechnet. Weiter. So, und dann eine regionale Managementgesellschaft. Wir haben es als privatwirtschaftliche Organisation gegründet. Weiter. Das muss aber nicht so sein. Das ist sozusagen jetzt unser Ansatz, den wir dort gewählt haben. Wir haben es dort nur mit einem Ärztennetz zusammen gemacht, weil die halt auf uns zugekommen waren. Und mit Optimedis. Also das sind die beiden Gesellschafter im gesunden Kindsichtrat. Man könnte es genauso gut mit einer Kommune machen, man könnte es mit irgendwelchen Bürgerinitiativen, man könnte es mit Organisationen Caritas machen oder man könnte es mit der Arbeiterwohlfahrt machen, was auch immer. Eigentlich ist das sozusagen völlig offen, wie man das gestaltet. Aber eine Gesundheits-GmbH, die ein Interesse daran bekommt, ein positives Gesundheitsergebnis zu produzieren für die Bevölkerung in der Region und daraus dann ihren Ertrag generiert. Kann man als Gemeinnützige oder als For-Profit-Gesellschaft machen. For-Profit hat noch den Vorteil, dass man dann noch stärkeres Interesse produziert. Also würde ich jedenfalls so sehen, aber da kann man auch geteilter Meinung sein. Weiter. Und diese Gesellschaft hat dann einen Vertrag mit den Krankenkassen, weiter. Verträge mit den Leistungserbringern, wo Vergütungen geregelt werden, die on top zu den normalen Vergütungen, also jeder Arzt, jeder Physiotherapeut rechnet bei uns ganz genauso ab wie überall sonst auch. Aber er bekommt dann on top von uns, wenn wir ganz bestimmte Leistungen haben wollen, zum Beispiel Osteoporose-Training beim Physiotherapeuten in einer Gruppentrainingssituation, dann zahlen wir extra dafür. Oder wenn wir es mit einem Verein organisieren sollen, zahlen wir halt die Trainer des Vereins, die das machen. Also immer da, wo wir glauben, da kann besseres Ergebnis erzielt werden durch eine veränderte Intervention, da investieren und stecken wir da Geld hinein. Weiter. Und über dann halt zum Patienten. Und die Patientenversicherer können Mitglied werden bei uns. Mitglied nennen wir das, weil das sozusagen so ein bekannter Begriff ist, einfach wie in einem Verein. Aber de facto ist es halt die Einschreibung, dass sie mit dabei sind. Aber es ist kostenlos und es hat keine Bedingungen oder Verpflichtungen. Der Patient kann auch jederzeit wieder aufhören, dabei zu sein. Das macht für uns jetzt nichts aus. Das ist eher so ein Handshake sozusagen miteinander. Wir wollen was gemeinsam für dich erreichen. Und er bekommt halt, oder sie bekommt halt Zusatzleistungen. Ja, und das Ganze geht nur, wenn wir die Patienten tatsächlich wirklich erfolgreich mit dazu kriegen, mit an Bord kriegen. Und das bedeutet zum Beispiel, wir haben einen eigenen Patientenbeirat, wir haben eine eigene Charta der Rechte der Patienten im Kinzigtal. Wir haben gewählte Patientenvertreter, das sind hier alles die Patientenvertreter, die gewählt sind. Das ist ein Arzt, der pensioniert ist, der aber noch als Ombudsmann dabei ist. Das war hier einer aus dem ärztlichen Beirat. Und hier sehen Sie mich und Frau Dr. Roth, die bei uns die Geschäftsstelle mitgeleitet hat. Und es ist tatsächlich so, und viele internationale Literatur belegt das auch, aktivierte Patienten sind diejenigen, die jetzt endlich kostengünstiger sind. Das glaubt man immer gar nicht. Die Krankenkassen denken als erstes immer, aktivierte Patienten sind die Gefahr für uns. Die wollen viel mehr Leistungen und so weiter. Ist aber de facto gar nicht so, sondern die aktivierten Patienten sind eigentlich diejenigen, die sich mit um ihre Gesundheit auch kümmern und sich dafür engagieren und mit einsetzen.
Ja, man braucht, das ist jetzt so eine Herausforderung, immer wenn man das woanders machen möchte, man braucht für die ersten 3 Jahre praktisch das Startinvest. Weil bis man den Erfolg bessern kann, braucht man fast 2 Jahre Zeit. Und außerdem muss es ja auch ein bisschen Zeit, braucht es auch noch, bis der Erfolg eintritt. Also wenn man heute eine Veränderung macht bei der Unterstützung der Patienten, ist der Erfolg ja nicht morgen schon da. Der braucht ja ein paar Monate möglicherweise. Also insofern braucht man praktisch 3 Jahre Anschubfinanzierung. Im Kinzigtal hat es geklappt, weil zwischen 2004 und 2008 gab es diese integrierte Versorgung mit der Anschubfinanzierung in Deutschland. Da konnten die Krankenkassen, ohne dass sie eigene Geldkasse belastet hat, sozusagen investieren. Jetzt gibt es einen sogenannten Innovationsfonds, wo man unter Umständen was bekommen kann. Da haben wir für Billstedt-Horn was bekommen. Aber für die nächste Zukunft rechnen wir damit, da muss man das sozusagen selber aus der Region heraus finanzieren, vielleicht so kleine lokale Gesundheitsfonds gründen, um damit so ein Startinvest zur Verfügung zu stellen. Oder doch, dass die Krankenkassen ein bisschen was dazugeben, aber die tun sich in letzter Zeit sehr, sehr schwer damit, weil die ja dann immer gleich in diese Frage kommen, Zusatzbeiträge. Allerdings ist die AOK Bayern relativ engagiert. Die hat mit inzwischen, glaube ich, fast 12 Regionen in Bayern, hat sie mit Ärztenetzen Verträge geschlossen. Also das nächste, glaube ich, müsste hier in Nürnberg sein, mit dem sogenannten Praxisnetz Nürnberg-Nord. So übrigens noch Herrn Dr. Bamberg grüßen. Ja. Und das ist ein lieber Kollege, der das dort macht. Und da gibt es also eigentlich schon eine gewisse Option. Das Rechenmodell von denen ist ein bisschen anders als unseres, aber vom Prinzip her kann man mit denen durchaus was machen. Ja, das ist ein Kulturbruch. Viele denken, man müsste als Arzt dem Patienten sagen, du musst das machen, du musst das machen, und dann machen die das. Wenn Sie sich selber angucken, werden Sie vielleicht der Auffassung sein, dass das noch lange nicht heißt, dass Sie es dann auch machen. Was wäre denn umgekehrt, wenn ich jetzt als Manager zum Arzt gehen würde und sagen würde, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Passiert auch nicht so viel. Das funktioniert nämlich nicht mehr, das Prinzip. Das funktioniert nur durch Überzeugung. Und deshalb muss das ganze Modell sehr darauf gebaut sein, dass man wirklich eine gemeinsame Idee entwickelt und aus der gemeinsamen Idee und der gemeinsamen Überzeugung heraus weitergeht. Gemeinsam getragene Verantwortlichkeit gehört dazu. Und das geht nicht mit Befehlssystemen. Das ist manchmal jetzt so ein kleines Problem mit der Krankenkasse, die ja eine klassische Organisationsform ist, mit sehr großen hierarchischen Stufen. Das macht das nicht so ganz leicht, eine solche sehr offene, sehr, sehr von Lust und Leidenschaft getragene Arbeit dann zu ermöglichen. Aber es ist notwendig, weil nur dann, wenn ich den Patienten gewinne, wird er irgendwas an seiner Lebensführung verändern können überhaupt. Und nur wenn ich den Arzt, wenn ich die medizinische Fachangestellte, wenn ich die Pflegekraft gewinne, wenn ich es schaffe, dass Arzt und Pflegekraft auf gleicher Ebene miteinander reden können, das ist ja auch noch nicht immer der Fall, nur dann kann eigentlich Gesundheit wirklich werden, weil Gesundheit hat etwas zu tun mit einer solchen Qualität. Und das ist so eine Besonderheit dabei. Ja, und da muss man drüber hinausgehen, über das, was klassischerweise Gesundheitsversorgung ist. Wir sind alle gewohnt, in unserem einzelnen Berufsfeld, ich gehe jetzt mal aufs Krankenhaus, habe ich ja lang genug gearbeitet, im Krankenhaus, wenn ich da heute den Patienten so unterstütze, dass er anschließend sozusagen besser, in einem besseren Stadium rausgeht und möglichst lange nicht mehr ins Krankenhaus kommen muss, was produziere ich mir da? Kosten für mich und mangelnde Einnahmen für die Zukunft. Was für ein verrücktes System. Aber insofern, das gilt praktisch für alle anderen Bereiche auch. Also man muss also jetzt rausgehen aus dem klassischen Beritt
und weiterdenken, wodurch wird Gesundheit auch mit erzeugt und wodurch wird Gesundheit eigentlich mit geschaffen. Und das sind dann einfach mal ganz andere Fragen. Das sind dann soziale Beziehungen, das ist dann die Frage von Einsamkeit und herausholen aus der Einsamkeit. Das ist die Frage, was passiert mit denen, die sozial ausgegrenzt sind? Was passiert mit den Mitbürgern aus anderen Nationen, die mit ihrer Gesundheitskompetenz vielleicht doch noch so ein bisschen Herausforderungen haben und Schwierigkeiten haben, mitzuhalten in diesem Dschungel, der ihnen unser Gesundheitssystem vorsetzt? Also all das sind Fragen, die sozusagen ganz andere Berichte berühren. Und das ist etwas, was normalerweise in der einzelnen Praxis, im Krankenhaus, in der therapeutischen Praxis nicht bewältigt werden kann. Dafür braucht man halt ein weiteres Denken. Und da muss man ganz andere Sachen machen. Ja, bleibt noch dabei. Versorgungsprogramme, die bleiben doch sozusagen im klassischen Denken her. Wenn wir mit den Pflegeheimen zusammen ein gutes Management so organisieren, dass halt zwischen den Pflegepersonen im Pflegeheim und den Ärzten eine vertrauensvolle Abstimmung erfolgen kann, um den Patienten, was mache ich denn als Pflegeperson, wenn bei dem Patienten das und das auftritt? Na? Oder wie kann ich eine Situation so steuern, dass auch die Angehörigen Bescheid wissen, was passiert eigentlich bei dem Pflegeheimpatienten und nicht in völliger Unsicherheit und Ängsten sind, was passiert, was da dort passiert. Also sagen wir mal Versorgungsprogramme machen. Oder bei der Herzinsuffizienz, klassische Situation ist, Patient wird herzinsuffizient und dann entstehen diese geschwollenen Beine, Sie kennen das wahrscheinlich alle, dann entsteht das die Luftnot, wenn ich da eine Treppe hochgehen muss oder ähnliches. Und da die richtige Medikation zu geben, das richtige, die richtige Trainingsunterstützung zu geben und den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann der Patient eigentlich in der Gefahr ist zu dekompensieren und nachher dann Notarzt anrufen zu müssen. Das ist sozusagen die Herausforderung. Und die medizinischen Fachangestellten in den Praxen im Kinzigtal sind dafür trainiert worden, dass sie mit dem Patienten regelmäßig, bei denen es sozusagen gefährlicher ist, jede Woche oder sogar alle 2 Tage, bei denen, wo es weniger gefährlich ist, vielleicht nur einmal alle 3 Wochen, anzurufen und nachzufragen, wie ist es mit der Gewichtsentwicklung, wie ist es mit dem Bein, mit dem Spannungsgefühl, wie kommen sie klar mit der Medikation, sodass der Patient sich selber in einer sozusagen stabilen Situation erfahren kann. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft, weniger Herzinsuffizienzpatienten mit Notarzt ins Krankenhaus fahren zu müssen. Ja, und das spart wieder Geld. Aber es ist natürlich ein Investment, was normalerweise nicht vergütet wird. Also wird es nicht gemacht normalerweise. Gut. Das sind aber weitere Sachen, das sind Förderprogramme junger Ärzte. Natürlich, so wie Sie es hier auch haben, gibt es auch im Kinzigtal, sozusagen an den Rändern des Kinzigtals vor allen Dingen Situationen, wo es schwierig ist, junge Ärzte nachzuholen. Wir haben dafür ein schönes Programm gemacht mit den örtlichen Krankenhäusern, dass eine völlige, sozusagen eine gemeinsame Ausbildung erfolgt, Krankenhaus und Praxen übertragen, gleiches Gehalt, also aus dem Krankenhaus fortgesetztes Gehalt weiterhin anschließen und die Ärzte sind, unsere Praxen sind Mentoren für die Entwicklung der jungen Ärzte. Wir haben da Zusatzunterstützung noch eingebaut, sodass wir inzwischen schon 6 junge Ärzte ins Kinzigtal in die Praxen bekommen haben, die einzelne Praxen übernommen haben oder 2 sind jetzt noch weiter in der Ausbildung, also im Krankenhaus und also in der Praxis. Ja, Qualitätszirkel, auf die Artikelfelsen gehe ich gleich noch ein. Wir haben ein eigenes Haus jetzt gebaut mit einem medizinischen Trainingszentrum, weil wir der Auffassung sind, dass ganz viel mit Bewegung gemacht werden kann. Das ganze Gesundheitswesen, sehe ich mal gegen meine Profession, ist medikationsorientiert. Also Arzneimittel als die Lösung allen Übels anzusehen. Das ist aber nur zum Teil die richtige Lösung. Ganz viele Sachen können mit Bewegung viel besser gelöst werden. Und da setzen wir an, da haben wir eigene Trainingsmaschinen drin. Weinberg war da, hat sich das angesehen, da ist richtig was los. Also da kommen richtig die Leute, die sonst vielleicht nicht in ein Fitnessstudio gehen würden, weil sie sich nicht so hübsch finden oder nicht so
sozusagen diesen Normen entsprechen, die da im Fitnessstudio gemalt werden. Und die trainieren dort mit uns. Für Kindergärten, für Schulen, für die Betriebe. Wir haben inzwischen über 12 Betriebe, die da Mitglied sind bei uns, die mit ihren Mitarbeitern, ich glaube knapp 3000 Mitarbeiter, dann wo wir betriebliches Gesundheitsmanagement mit denen machen. Das ist auch erstmal Investment, das rechnet sich für uns noch nicht. Aber das haben wir jetzt über die letzten 3 Jahre aufgezogen und hoffen, dass wir das dann irgendwann auch mal in einen stabilen Zustand kriegen, dass sich das wieder rechnet. Weil so die kleinen Betriebe, die tun es auch noch schwer mit betrieblichem Gesundheitsmanagement. Das sind eher so die Großbetriebe, die da diese Denke schon haben. Also wir sind da über 250 Kooperationspartner. Wir haben natürlich auch entsprechend Medien dafür. Also es ist ein regelmäßiger Rundbrief, der rausgeht. Die Arztpraxen werden regelmäßig besucht von uns, dass das auch sozusagen erhalten bleibt und immer wieder angestoßen wird. Die Apotheken sind dabei, Pflegeheime sind dabei. Inzwischen ist außer AOK und LKK auch die Techniker mit einem Programm noch mit dazu, kommt auch die Barmer mit einem Programm dazu. Wir hoffen, dass wir jetzt die DHK demnächst als Ganzes dazu kriegen. Sozialdienste, Beratungsstellen und so weiter. Und ja, das braucht man eigentlich auch für eine lokale Produktion von Gesundheit. Ja, und da muss natürlich auch Spaß dabei sein. Gesundheit nur mit irgendwie missionarischem Zeigefinger und Ernst zu verbinden, das kann schon gar nicht klappen. Das muss halt Spaß machen. Das sind die Bürgermeister hier, die da oben gekocht haben, wo wir gesunde Rezepte ausprobiert haben. Und einige der Bürgermeister sagten dann auch, das war zum ersten Mal, dass ich jetzt hier gekocht habe. Sonst macht das wer anders bei uns zu Hause. Aber ja, also fröhliche Aktion. Ja, können wir darüber hinausgehen. Ja, und dann braucht es auch Technologie. Weil was für ein Unfug machen wir denn heute? Wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und dem Arzt sagen, ich würde eigentlich gerne das, was Sie da jetzt gerade notiert haben in Ihrer Akte, zu Hause nochmal nachlesen. Was würde da so als Reaktion kommen wahrscheinlich? Die Schrift würde sehr lesen. Ja, das ist der Arzt, der noch mit Hand schreibt. Ja, das sind ja doch wenige inzwischen. Die meisten schreiben es ja doch in die Maschine, in den Computer rein. Es ist ungewöhnlich. Ne? Im Moment denken alle immer noch im Gesundheitswesen, das, was da notiert ist, gehört mir. Ob das nun das Krankenhaus ist oder der Arzt ist oder die Apotheke. Aber de facto, nach dem rechtlichen Gesichtspunkt, gehört es dem Patienten. Also eigentlich hat der Patient das Recht darauf, das zu verlangen. Nur der Arzt oder das Krankenhaus, die einen Patienten hören, der das sagt, haben als erstes Angst, oh, kommt da der nächste Rechtsanwalt auf mich zu? Hat der da irgendwelche Vermutungen, dass ich das alles falsch gemacht hätte? Alles wird unter diesem Misstrauensgesichtspunkt gedacht. Wir wollen das umdrehen. Wir wollen das so machen, dass tatsächlich das, was die Ärzte und die Krankenhäuser und alle anderen Leistungserbringer eintragen über den Patienten zur Verfügung gestellt wird. Weil dann kann der Patient auch nochmal nachdenken, was war das eigentlich, was da definiert worden ist, was da mir gegeben wurde. Er kann auch zurückverfolgen, was habe ich denn da vor anderthalb Jahren gehabt. Weiß ich doch heutzutage gar nicht mehr. Dass sozusagen der Patient der Einzige ist, der der Träger ist von Informationen, ist doch eigentlich komisch. In unserem System klappt das sowieso nicht richtig gut. Und da wollen wir versuchen, tatsächlich wir haben schon etwas aufgebaut, wir haben aufgebaut, dass der Arzt A sieht, was der Arzt B gestern für den Patienten gemacht hat, verordnet hat und eingetragen hat. Aber diese zentrale Patientenakte, die wir es nennen, wollen wir jetzt auch den Patienten zur Verfügung stellen und öffnen. Und wenn irgendwann mal es möglich wird, dass der Patient auch selber was eintragen könnte, dann könnte der auch seine eigenen Sachen dort eintragen und sagen, heute habe ich mich aber ganz blöd gefühlt und das gehabt und das und das gehabt. Und der Arzt würde eine Information kriegen. Also wirklich als Austauschmedium für Arzt und Patient organisieren. Und da kann man dann halt auch App-Lösungen auf Smartphones einsetzen. Da gibt es ja durchaus gute Beispiele davon. Vieles ist auch problematisch und bei manchen weiß man nicht, wo die Daten hingehen. Aber wenn man das vernünftig vorher sich anschauen kann und bewerten kann, dann kann man da auch, glaube ich, kluge Sachen mitmachen.
Die elektronische Vernetzung ist ohnehin hilfreich. Braucht man aber dann auch tatsächlich, dass der Patient weiß, was ist denn da eingetragen? Weil wenn er das nicht weiß, ist er mit Recht misstrauisch. Und das ist das Scheitern, glaube ich, der ganzen Patientenaktendiskussion in Deutschland. Die ist immer nur gedacht worden unter den Professionellen und nie gedacht worden mit den Patienten zusammen. Gut, dann wir bekommen von den Krankenkassen, von den beiden, von der AOK und der LKK, die Daten der Patienten so, dass wir sie auswerten können. Also jetzt nicht mit dem Namensbezug, wir interessieren uns auch nicht für den Namen, ob das nun die Sibylle Meyer oder die Else Schlüter ist oder sonst wer, sondern wir sind daran interessiert, wie viele Kranke haben wir eigentlich mit der Diagnose Diabetes? Wie viele Kranke haben wir mit einer F-Diagnose von Angststörungen etc.? Müssen wir uns ein Epilepsieprogramm überlegen, weil dort sind ganz besonders negative Fälle aufgetreten? Was müssen wir machen, weil die Daten, die da existieren bei den Krankenkassen, sind eine wertvolle Basis für die Verbesserung, aber werden bisher dafür gar nicht genutzt. Ein Krankenhaus und die Chirurgen bei mir haben sich immer beschwert darüber, wir erfahren gar nicht, was passiert denn eigentlich. Wir versuchen das Bestmögliche in der Operation zu machen, aber was mit dem Patienten nachher passiert, erfahren wir gar nicht. Nur durch Zufall erfahren wir das, weil irgendwie Bekannte und so weiter mir das dann darüber gesagt haben. Aber diese Daten, die müsste man doch eigentlich wieder den zurückgeben, und so machen wir das halt. Wir geben diese Daten wieder zurück, immer bezogen auf ganze Praxen oder in dem Fall hier ganze Felder. Weiter. Und können das dann auf einzelne Krankenhausdiagnosen herunterbrechen und was für Nebendiagnosen waren mit bestimmten Erkrankungen. Weiter. Und hier solche Berichte bekommen unsere Praxen dann, wo sie sich vergleichen können, jetzt in dem Fall hier so ein Benchmark-Bericht bei den Patienten über 65 mit potenziell inadäquaten Wirkstoffverordnungen. Da gibt es so verschiedene Listen in Deutschland, die wir dafür verwenden können. Und da sehen wir jetzt hier die Leistungspartner. Hausärzte hatten hier 41,3% in diesem Quartal, das ist immer hier auf ein Quartal gezogen. Und in der langen Frist sehen Sie dann, da verändern sich diese Werte. Und jede einzelne Praxis kriegt dann ihren Code, weiß dann, ich bin die Praxis 6 und habe diesen Wert, und das, die Praxis 5 hat nur diese 9,9%, was also ein guter Wert dann wäre. Dann können wir auch noch sehen, was waren das dann für Arzneimittel, die dazu geführt haben, dass das als inadäquat gekennzeichnet worden ist. Und so kann man daraus lernen und im Qualitätszirkel miteinander arbeiten, und zwar nicht unter Vorwurfsgesichtspunkten, sondern unter, wie hast du das gemacht? Wie kann ich das vielleicht von dir lernen? Wie kann ich das besser machen? Und wir haben mal ausgerechnet, was das bedeuten würde. Es gibt so von der Professor Sundmacher aus München eine Liste sogenannter ambulanzsensitiver Krankenhausfälle, die also bei besserer und richtigerer ambulanter Betreuung als Krankenhausfälle vermieden werden könnte. Und da sehen wir, dass hier dann für uns hier 941.000 Fälle, wenn man jetzt Kinzigtal hochrechnet, würde auf ganz Deutschland vermieden werden könnten, wenn nach Kinzigtal-Muster gearbeitet würde. Das heißt, das waren, glaube ich, insgesamt nach 52 Krankenhäuser in Deutschland, die im Grunde eingefroren werden könnten. Und wenn man das mal überlegt, was da eigentlich als Möglichkeit da drin ist, wenn man nur das wirklich sozusagen macht, was ambulant alles möglich wäre, dann ist das schon bedeutsam. Ja, jetzt kam ab und zu mal die Frage, ist Kinzigtal so besonders, ne, dass das woanders nicht umgesetzt werden könnte? Natürlich ist unsere Antwort nein. Das geht auch woanders so. Und hier, das ist jetzt die Abbild von Hamburg, und Sie sehen hier Bühlstedt-Horn, das ist die Region, um die wir uns da jetzt kümmern. Und da hatten wir jetzt mal einen Test gemacht mit den AOK-Daten und geguckt, also in den drei letzten Jahren, was war das Durchschnittssterbealter der AOK-Bevölkerung in den jeweiligen Umgebungen, in Osterzahlen, die um die U-Bahn-Stationen herum sind, hier in Mönchsberg, Bühlstedt. Von der Rennbahn, da sieht man diese Unterschiede von 71, 74 hier, hier in der Vette, in Wilmsburg sind es auch noch sehr niedrige Werte, 72 und 74, aber
in den grünen Zonen hier Rissen, Blankenese, Ottmarschen, im Hartenbeck-Tierpark herum, Niendorf, Ohlsdorf, Poppenbüttel hat einen Maximalwert mit 87 Jahren. Alles AOK-Patienten. Also mal jetzt nicht riesige finanzielle Unterschiede zu erwarten, hätte normalerweise. Also man sieht, da ist die soziale Situation, hat einen massiven Effekt auf das Sterbealter. Und wir haben weiter auch gesehen, also die beiden Stadtteile, Horn und Gülstedt, Mümmelsberg ist ein Teil von Gülstedt, ist noch so eine besondere Siedlungssituation, hat halt deutlich niedriger Werte im Durchschnittseinkommen, ne, als Hamburg hier, und dafür ein viel höherer Migrationshintergrund bei den Erwachsenen, höhere Arbeitslosigkeit, viel mehr Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch 2 und so weiter. Also die schwierigere Situation, problematischere Situation, und auch deprivierte Situation. Und auch im Sozialatlas, das ist der alte, der neue ist jetzt gerade heute rausgekommen, aber es sieht ähnlich aus, die rote Kreis habe ich irgendwie falsch gesetzt, der sollte hier drum sein. Da sehen Sie hier relativ rote Werte, die hier, also diesem sehr niedrigen Sozialstatus entsprechen. Weiter. Das Besondere ist auch dort, auch die Erkrankungen treten viel früher auf. Das heißt also, in den ärmeren Stadtteilen oder die ärmere Bevölkerung entwickelt die gleichen Krankheiten, die normal durchschnittliche Bevölkerung vielleicht mit 68 hat, schon mit 58, also um die 10 Jahre früher. Und das produziert bei den Krankenkassen dann halt auch einen relativ negativen Ergebnisbeitrag, weil dieser, der 58-Jährige, kriegt auch nur die Einnahme der Krankenkasse richtet sich ja nach dem Alter, Geschlecht und nach seiner Mobilität. Und der Alterswert für den 58-Jährigen ist natürlich geringer als der Alterswert für den 68-Jährigen. Also entwickeln die Krankenkassen dort in der Region automatisch negative Kosten. Das sind etwa 2 Millionen, die die AOK in Wilstedt-Horn weniger an, also mehr an Ausgaben hat als an Einnahmen. Und dazu kommt dann hier immer in solchen Regionen, dass eine geringere Arztdichte ist. Das ist dann dem anderen Fehler unseres Systems geschuldet, mit der Trennung von privater Versicherung und gesetzlicher Versicherung. Das heißt, die Leute, die rund um die Alster wohnen, die haben dann einen bisschen höheren Anteil privater Versicherung. Und das ist für die Ärzte lukrativer. Und insofern ist es für Arztpraxen, weil der ganze Bezirk Hamburg war ein Bereich, was dann lukrativ, die Arztpraxis aufzukaufen in Wilstedt-Horn und umzulagern in die Gegend um die Alster. Ja, das ist noch schlimmer bei den Psychotherapeuten. Da gibt es praktisch fast niemanden in der Region. Und kein Wunder, dass dann natürlich dort auch die Versorgung tatsächlich mangelhaft ist. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, diese 2,2 Millionen höhere Kosten für die AOK gegenüber Hamburg. Also Hamburg ist sowieso schon kein Deckungsbeitragsbringer für die AOK Rheinland-Hamburg. Hamburg wurde ja übernommen von Rheinland, weil sie ansonsten alleine gar nicht mehr lebensfähig gewesen wären. Ja, und das haben wir dann dort seit 3 Jahren vorbereitet und langsam aufgebaut. Das Glück hatten wir, dass wir die Stadt Hamburg, die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, da als Unterstützer gewonnen haben. Und die Hamburger Behörde hat ja auch dieses Healthy Cities Projekt in Deutschland mit unterstützt oder macht das auch immer noch, der Herr Stender, dann auch der Koordinator für gesunde Städte Deutschland. Die AOK war da schnell dabei. Wir hoffen, dass wir auch noch die DRK und die Barmer dazu kriegen. Die haben ein Letter of Intent unterzeichnet, aber jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger in den letzten Verhandlungen darum. Wir haben dann mit den sozialen Einrichtungen dort vor Ort, mit Patienten, mit den Ärzten gesprochen, Interviews gemacht und die Daten erhoben und daraus dann ein Konzept entwickelt, was eigentlich dort in der Region gemacht werden sollte. Ein Haltungskonzept und das auch entsprechend veröffentlicht und dann ein Ärztenetz dort vor Ort gegründet. Wir haben das Glück, dass wir 2 Ärzte hatten von vornherein, die sagten, ja, da hätte ich gerne Lust, das zu machen.
Und einer von denen war auch als Vorsitzender des NAV-Virchow-Bundes, Herr Dr. Heinrich, relativ gut beschlagen in seinen Fähigkeiten, politisch da zu arbeiten und hat uns da gar nicht unterstützen können. Haben wir das Ärztenetz gegründet und hatten das Glück, mit dem Innovationsfonds dann auch eine Startfinanzierung zu bekommen. Und ab 1.1. ist jetzt da alles aufgebaut und ist jetzt am Laufen. Ja, und für andere Regionen kann man eigentlich das Gleiche machen. Das könnte eigentlich überall sein. Man bräuchte eine Krankenkasse mit einem relevanten Marktanteil, damit, wenn die Praxis sich verändert und die medizinischen Fachangestellten dafür speziell trainieren will, dann müssen das, sagen wir, doch mindestens 20-30% der Versicherten auch sein, die in der Praxis sind. Also man kann nicht mit einer winzigen Krankenkasse das machen, sondern bräuchte schon eine größere Krankenkasse dafür. Dann müssen die robust und vernünftig kalkuliert werden können, diese relativen Kosteneinsparungen gegenüber Deutschland Durchschnittskosten. Man bräuchte irgendwie eine Motivation auf der Lokalebene und auch gleichzeitig eine, sagen wir, eher gesundheitswissenschaftlich oder gesundheitsförderungsmäßig entsprechend ausgerüstete Orientierung dafür. Man bräuchte diese Bereitschaft der Krankenkassen, ihre Daten damit zu teilen, natürlich unter vollem Datenschutzumfang und sonst was, das soll ja nichts Böses mit passieren, sondern nur Gutes. Man bräuchte so eine Region mit so einer Größe um die 100.000 Einwohner, am besten, wo auch schon ein bisschen Versorgungsprobleme sind. Wenn da alles ganz prima ist, wird es schwierig, da was zu verbessern. Ja, und man bräuchte von unten, müsste man die Gründung. Da wäre natürlich so eine Gesundheitsregion so ein erster Ansatz dafür, praktisch so etwas aufzubauen. Da ist ja schon so, sind die ersten Gespräche erfolgt, die ersten gemeinsamen Gedanken erfolgt. Insofern bietet sich sehr an, aus diesen Gesundheitsregionen oder in Baden-Württemberg heißt das Gesundheitskonferenzen, so etwas mit zu starten. Die Herausforderung könnte vielleicht sein, dass all diejenigen, die auch ihr wirtschaftliches Interesse dran haben, dort natürlich auch vertreten sind. Insofern muss man gucken, ob man dann da die richtigen erwischt. Gut, und man bräuchte einen politischen Support, dass auch wirklich auf der Bundesebene regional Bereitschaft da ist, zuzudenken. Weil bisher denkt die Bundesebene immer nur zentralistisch, also von Berlin runter. Alles muss sozusagen möglichst einheitlich erfolgen, dann gibt es eben so bestimmte Normen, wie ein Krankenhaus bestellt sein soll, wie ein, oder hier auch die Krankenkassen machen das gerne, wie eine ambulante Reha-Einrichtung bestellt sein muss und alle möglichen Normen dafür vorzustellen. Das ist, man ist wenig bereit, sozusagen von unten nach oben zu denken und solche regionalen Überlegungen mit in den Blick zu nehmen. In anderen Ländern ist das übrigens so. Der NHS, der Nationale Gesundheitsdienst in England, arbeitet ganz stark inzwischen regional. Die waren zentralistisch und haben gemerkt, sie können es nicht von der zentralen Ebene aus alles denken. Und sie brauchen dieses lokale Know-how. Was sind die Probleme vor Ort? Um welche Straße muss ich mich anders kümmern als zentralistisch? Man braucht halt dieses Investment für die ersten drei Jahre. Ja, und die Region nochmal, man muss an die lokalen Bedürfnisse und Möglichkeiten nicht anknüpfen können, weil es gibt nicht überall die gleichen Sportvereine, es gibt nicht diejenigen, die in der Lage sind und fit sind, mit Hochaltrigen zum Beispiel bestimmte Kurse anzubieten. Man braucht dafür motivierte Personen. Das kann man nicht von Bayern, München aus planen, sondern braucht man die Kenntnis vor Ort. Die Praxen und müssen sich auch untereinander austauschen können. Die Größe darf nicht zu groß sein. Wenn ich da mit 200 Leuten mich treffe, dann kenne ich da niemanden mehr. Dann kann ich auch nicht so Vertrauen aufbauen. Aber wenn ich das auf der Größenordnung von 60, 70 habe, dann habe ich das noch viel eher. Ich brauche diese Einbeziehung von einer gewissen menschlichen Nähe dafür, die Freiwilligenarbeit, die Wohlfahrtsträger etc. oder solche Vereine, wie hier Mitveranstalter ist, umgedacht. Und
ich glaube auch, dass die regionalen Patienten und die Bürger einer regionalen Lösung viel eher Vertrauen schenken werden, als einer zentral ausgedachten Lösung, die aufoktroyiert wird. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch in größeren Lösungen denken kann. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist jetzt auf uns zugekommen, die ist drei Länder übergreifend, aber wir müssen auch da wieder gucken, dass wir dann 20 regionale Elemente zusammenbinden. Also Mittelfranken wäre ja auch so eine Möglichkeit oder ganz Franken, dass man dann über mehrere Regionen hinweg bestimmte Sachen gemeinschaftlich macht und andere Sachen halt jeweils auf der regionalen Ebene. Nochmal zum Geld, das ist sozusagen die Differenz, die sich entstanden ist. Wenn man jetzt den Wert hier anfänglich indexiert hat, dann sieht man hier, da ist sozusagen das Auseinandergehen. Und diese dunkle Kurve sind die Normkosten, also das, was die Krankenkasse als Einnahmen hat. Und das sind die Ist-Kosten. Und das ist sozusagen das Sparen des Krankenkasse, was die dann mit uns zu teilen hatte. Aber damit heißt das halt für die Krankenkasse und für die versicherten Gemeinschaft insgesamt, es wird positiver, also tatsächlich gesünder und preiswerter gleichzeitig. Wenn man das mal hochrechnet auf Deutschland, wird man 1 Milliarde netto, würden die Partnerkrankenkassen, also alleine das direkte Nettoeinsparen bei den Krankenkassen, würde das bedeuten, das wird schon einen signifikanten Satz ausmachen für die Beitragssätze. Ja, also insofern Qualität, Ethik und Wirtschaftlichkeit lässt sich im Gesundheitswesen zusammenbringen, wenn es über den Gesundheitsnutzen begründet wird und nicht sozusagen für das einzelne Teilunternehmen. Ja, und für die Ärzte und für die anderen Gesundheitsdienstleister im Gesundheitswesen ist das nur schön. Sie fühlen sich wieder näher verbunden mit der Motivation, weshalb sie mal in den Beruf gegangen sind. Für die Kommunen heißt das halt Sicherung der Versorgung und für die Betriebe auch noch die Mitarbeiter gesünder und leistungsfähiger zu erhalten. Und damit, glaube ich, komme ich dann auch zum Ende. Und in wenigen Tagen erscheint der Jahresbericht 2016. Ich habe 3 Exemplare für die 3 Veranstalter mitgebracht, die sind schwer, deshalb habe ich nicht so viel mitgebracht. Aber kann sich auch jeder im Internet schon jetzt herunterladen. In wenigen Tagen erscheint der neue von 2016. Und ich habe auch noch ein paar Prospekte mitgebracht von einem Buch, was ich gerade mit herausgegeben habe, wo über diese Frage von Kooperation und Integration das unvollendete Projekt des Gesundheitswesens ein bisschen nachgedacht wurde. Schönen Dank soweit. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Herr Dellmann. Ich denke, da werden noch auch einige Fragen jetzt auch im Raum stehen. Und da würde ich jetzt einfach bitten, sich zu melden, nochmal nachzufragen, zu diskutieren, zu bewerten, was auch immer. Herr Dr. Singer. Ja, mein Name ist Dr. Singer. Ich bin heute Abend hier als Vertreter der KfW Bayerns und des Bayerischen Haushaltsverbandes in der Personalunion. Und Herr Dellmann, vielen Dank für Ihren Vortrag, den ich mit hohem Interesse verfolgt habe. Und ich habe auch eine Spur Neid in mir festgestellt, dass das so gut läuft da im Kinzigtal. Sie sagten, Sie hätten keine Besonderheiten dort. Ich glaube, also eine Personalie ist schon wichtig. Der Dr. Hermann von der AOK Baden-Württemberg, der macht solche Sachen halt einfach mit. Und in Bayern haben wir einen anderen AOK-Chef, da läuft das nicht so wie im Kinzigtal, mehr sage ich da nicht. Eine weitere Personalie hat mich ein bisschen irritiert, der Dr. Ahrens oder der Herr Ahrens in Ihrem Aufsichtsrat. Der hat sich als AOK-Vorsitzender Hamburg nicht besonders innovativ gezeigt. Nee, der war Bundesverband. Also da war er solchen Sachen eigentlich eher sehr reserviert gegenüber, das ist meine Wahrnehmung. Ich hätte 3 Fragen. Können die Teilnehmer am Kinzigtal auch an Disease Management Programmen, DMPs, teilnehmen? Oder sogar ganz normal. Gefördert? Wir haben das auch sehr stark gefördert, ja. Wie sieht es mit der parallelen Teilnahme in der hausarztzentrierten Versorgung des Bayerischen Baden-Württembergischen Haushaltsverbands aus? Schließt das eine das andere aus? Oder kommt Nein, das seit dem 1.1.2016 ist beides parallel möglich. Okay. Und es sind auch viele Überlappungen da. Ja.
Und in der KV Bayern arbeiten wir ganz schwer an zwei Sachen, an den Assignment und Handelsregistern und an dem jetzigen Bereitschaftsdienst, dass wir als Niederlassungshindernis für junge Ärzte identifiziert haben. Sie haben das in den Randgebieten von Kitzsichtag auch beobachtet. Wie sieht es da aus? Wie wird das bei Ihnen mit Regressen, Arzneimittel und einer eventuellen Reform des Bereitschaftsdienstes gehandhabt durch die Erfahrung? Ja, der Bereitschaftsdienst in Baden-Württemberg war eine Nummer zu groß für uns, um das alleine zu verhindern. Vielleicht doch mal mit Mikro, weil jetzt kann das hinten dann besser ankommt. Der Bereitschaftsdienst, also die letzte Frage war der Bereitschaftsdienst in Baden-Württemberg. Der ist geändert worden von der KV. Und zwar so, dass im Kinzigtal jetzt an zwei Stellen, einmal in Wolfach und einmal in Offenburg, am Krankenhaus dann solche Stationen sind, die von den Ärzten im Bereitschaftsdienst versorgt werden. Dann gibt es einen Fahrdienst parallel dazu. Das hat sehr viel geholfen und sehr viel Dienstverpflichtungen für die anderen Ärzte herausgenommen. Für die, Sie haben doch die zweite Frage gehabt. Regresse, Arzneimittel und Arzneimittel und Regresse. Ja, die sind eigentlich nicht, da passiert nichts mehr. Also keine finanziellen Sanktionen, wenn jemand so auf der Priskusliste ein bisschen zu viel verschreibt, wie Sie es angesprochen haben. Also im Moment passiert da gar nichts an Regressen. Also ich weiß, dass unsere Palliativärztin, Schmerztherapeutin mal einen Regress hatte, aber den konnte sie mit unserer Hilfe abwenden, weil wir mit den Daten können wir ihr natürlich helfen und ihr zeigen, dass das sozusagen richtig investierte Arzneimittel waren. Wir wollen ja jetzt nicht, dass die Leute die Arzneimittel nicht kriegen, sondern die sollen die richtigen kriegen. Also da können wir helfen. Also das ist aktuell kein Problem dort in Baden-Württemberg, so wie ich es mitkriege. Weitere Fragen? Also ich hätte noch eine, weil im Prinzip ja das System durchaus ja getrieben ist am Ende ja dann doch ein Stück weit wieder durch die Ökonomie, nämlich durch das, was sozusagen eingespart wird. Da steckt natürlich irgendwo auch ein Treppeneffekt drin, oder? Eigentlich, weil natürlich, das wäre jetzt die Frage halt, ne? weil natürlich erhöhe ich dadurch die Qualität insgesamt. Aber ich spare ja sozusagen etwas ein über eine Periode und schaffe damit einen anderen Durchschnitt in der nächsten Periode, einen niedrigeren Durchschnitt. Ja, das hätte sein können, aber dann wären wir auch sehr dumm gewesen, weil so Treppeneffekte kann man ja gar nicht handeln. Ja. Deshalb wird immer berechnet, was ist sozusagen die Normkosten gegenüber den Ist-Ausgaben. Und damit haben wir für dieses Jahr immer den Effekt. Also jedes Jahr. Also es ist kein Treppeneffekt bei uns. Es kann kein Treppeneffekt auftreten. Aber die Normkosten reduzieren sich. Wenn ihr solche Objekte habt, dann wird doch die Gesamtsumme auch niedriger. Dann habt ihr doch einen Treppeneffekt. Bei 10 noch nicht, aber bei 100 ja. Ja, irgendwann würde das eintreten. Klar, weil wir würden Kinzigtal messen jetzt gegen einen Schnitt in Deutschland, der schon durch die Intervention in anderen Regionen auch verringert worden ist. Aber, Weil es ist ja trotzdem gut, weil die Qualität zu geringeren Kosten erhöht wird und die Zufriedenheit und so weiter und so fort. Klar, nur das, wo es sozusagen daraus finanziert wird, da muss man dann gucken, halt eben, das könnte dann unter Umständen kleiner werden. Dann wird das Projekt natürlich ein Stück weit unter Umständen auch unterfinanziert, irgendwann. Ja. Das könnte irgendwann mal entstehen. Das ist ja so ein bisschen bei dem DRG-System angelegt. Da ist es angelegt. Weil sich das immer sozusagen gegen die Durchschnittskosten vergleicht. Da ist, also die Tendenz her wäre da auch sozusagen, könnte eine Gefahr sein. Aber ich glaube, das wird erst in 20, 30 Jahren eintreten. Achso, ja, gerne. Ich habe noch einen Player bei Ihnen vermisst, der eigentlich meines Erachtens noch eine zunehmende Rolle spielt. Das sind die medizinischen Versorgungszentren. Ich bin Leiter von medizinischen Versorgungszentren. Und haben Sie Erfahrungen? Kitzsichtal mag es das vielleicht nicht geben, aber in Hamburg kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass da keine MVZ dabei sind. Die hätten ja verschiedene Funktionen, die sich sehr, sehr decken mit dem, was sie tun, indem sie dort integrativ wirken, indem sie auch die Bereiche teilweise beschneiden und Synergismen haben, die ähnlich wie bei Ihnen sind. Und ganz konkret
für die jüngeren Ärzte zum Beispiel eine wichtige Alternative schaffen, auch in solchen kritischen Bereichen, in solchen ländlichen Bereichen wie hier, dass wir sagen können, die Generation, die vielleicht nicht 200.000 Euro in die Hand nehmen möchte und investieren und dann nach Westmittelfranken kommt und nach einem halben Jahr merkt, Westmittelfranken ist es doch nicht ganz, ich möchte weiterziehen und komme aber nicht weg, weil dann die Bank die Hand drauf hält auf das Geld und deswegen scheuen sie sich davor. Es gibt auch eine Alternative, sie können im FAZ in Kooperation mit den niedersächsischen Ärzten, ich habe einen Termin mit Dr. Singer und der Sache demnächst, und dass wir da immer in Kooperation und nicht in Konfrontation arbeiten, aber dass die NVZs es schaffen können, jungen Ärzten anzubieten, eine Anstellung, die nicht so bindend ist wie eine Niederlassung und die durchaus eine Perspektive geben kann. Also ich kann mir sehen, NVZ macht Spaß. Das ist mein Spruch, den ich mir gerne habe. Und das habe ich ein bisschen vermisst und das habe ich auch bei der Gesundheitsregion vermisst. Da war kein Wort von NVZ. Und wir haben hier eines der stärksten, größten NVZs in Deutschland. Also im Kinzigtal ist deshalb kein Wort gefallen, weil es gibt dort nur ein NVZ und das ist außerhalb vom Kinzigtal. Allerdings, das ist vom Landkreis Krankenhaus getragen und das war anfänglich durchaus eher in der Kritik, weil es Facharztpraxissitze aus dem Kinzigtal mit in die Zentrale nach Offenburg verlagert hat. Und das ist natürlich ein angelegtes Problem, dass sich ein MVZ nur in einer bestimmten Region rechnen kann, was eine bestimmte Auslastung hat dann. Aber wir werden jetzt mit dem MVZ zusammenarbeiten und dem Krankenhaus ja sowieso und werden selber dafür aktiv Unterstützung geben müssen, weil wir ältere Kollegen haben bei uns, die keinen Nachfolger finden. Also genau diese Problematik, die Sie angesprochen haben. Der Psychiater und ein Frauenarzt bei uns in Hausach, also direkt sozusagen schräg gegenüber von unserem Zentrum da jetzt, die sagen, sie haben schon noch Lust, die sind beide auch mit bei uns dabei, haben auch noch Lust zu arbeiten, aber sie wollen jetzt reduzieren, sind beide über 70, auf eher unter 30 Stunden. Und insofern brauchen wir da, weil wir einfach mit dem Bedarf haben, brauchen wir da junge Ärztinnen oder junge Ärzte dazu. Und sie trauen sich aber nicht mehr sozusagen die unternehmerische Kraft aufzubringen, da jetzt angestellte Ärzte dazu zu holen. Und deshalb werden wir mit dem MVZ des Kreises zusammen eine Kooperationslösung jetzt entwickeln. Also, ich sehe das auch so, MVZs werden immer bedeutsamer werden. Es ist nicht ganz einfach, das zu handeln. Sie werden das wahrscheinlich hier auch schon diskutiert haben. Wie kriege ich zwischen einer Organisation, die sehr kraftvoll ist, was weiß ich, acht Sitze dort hat und entsprechend Kapital, und einem einzelnen Arzt, der sich nicht als so kraftvoll empfindet, eine Diskussion auf Augenhöhe hin? Das ist genau das gleiche Problem, wie wir es vorhin da hatten. Ne? Das ist so nicht ganz einfach, das hinzukriegen. Und deshalb war das jetzt bisher nicht so im Zentrum von der Arbeit. Im Bischethorn gibt es ein pädiatrisches MVZ, die mit uns gut zusammenarbeiten, also wo gar keine Probleme da sind. Wir haben 5 Standorte, wir haben über 20 Ärzte im MVZ, also wir sind schon... Stark. Wir sind auch im Gegensatz zu unserer Mutter nicht unbedingt in den negativen Erlösbereich. Und das Ganze funktioniert und wir brauchen da die Hilfe der Politik, dass wir auch Arztsitze nicht an die Kliniken nehmen müssen, wie es jetzt noch gefordert ist, sondern dass wir, wenn Wasser trüdigen, halt, ist jetzt ein x-beliebiges Beispiel, wo ich jetzt also nicht konkretes weiß, aber ich finde auch Feuchtwangen, da weiß ich es genau, ein Mangel an Allgemeinmedizin besteht. Und wir es geschafft haben, den Verwaltungsrat und Aufsichtsrat durchzusetzen, dass die Allgemeinmedizin mit durch uns versorgt werden darf, wenn von den Niedergelassenen kein Widerspruch kommt, die werden wir auch damit einverstanden sind. Das ist der wichtigste Punkt, die Kooperation. Haben Sie ganz am Anfang gesagt. In dem Moment, wo wir konfrontativ arbeiten, haben wir keine Chance. Mhm. Und das ist auch wichtig, wo wir auch mit der Klinik manchmal Probleme haben, dass die uns nicht als Ansaugstutzen von Patienten sehen dürfen. Also in dem Moment, wo wir Ansaugstutzen von Patienten sind, jemand, der bei uns die Klinge unterdrückt, liegt schon mit dem einen Bein in einer Regelung mit dem Bett, dann haben wir verspielt. Ja. Das geht gar nicht. Dafür kämpfe ich ganz, ganz, ganz massiv, dass dieses so gesehen wird, dass wir selbstständig sind. Dann werden wir nämlich von den Kollegen ernst genommen. Und dann brauchen wir Politik, die dann auch mit
einwirkt, dass man solche Standorte nicht unbedingt an das Krankenhaus zentrieren muss, sondern eben in Feuchtwangen, weil es ist ein bisschen leichter, wenn man ein Gebäude, aber auch ein Wassertraining machen könnte. Ja. Ja. Sonst werden auch die Krankenkassen irgendwann einen Strich darunter machen. Also wenn MVZ als Ansaugstutzen benutzt werden. Gut, wir haben die wurden ja schon zum Teil so benutzt. Ja, das war die Grundkonzerne mal irgendwann, aber das hat sich überlebt. Bei privaten Klinikkonzernen gibt es das ja, die verlängerte Werkbank, genau. Ja. Sozusagen die Zuweisung, wenn man so will, halt eben in die MVZ, die dann sichergestellt wird. Wir haben das große Problem natürlich, dass in der Bundespolitik, in der Bundesgesundheitspolitik nach wie vor relativ viel halt eben sozusagen auf Wettbewerbssteuerung gesetzt wird. Was natürlich, ich sag mal, nicht zuträglich ist für kooperative Strukturen. Die sind ja hier, glaube ich, sehr maßgeblich erst einmal, auch in dem ganzen Projekt. Also sie suchen sozusagen die kooperative Strukturen. Ich könnte jetzt eine ganz ketzerische Frage stellen, nämlich halt eben, ob sozusagen das örtliche Krankenhaus sie eigentlich liebt. Weil wenn sie sozusagen Krankenhausaufenthalt vermeiden unter einem wettbewerblichen Struktur, dann müsste eigentlich das örtliche Krankenhaus sie nicht mögen, weil sie nämlich dadurch sozusagen in DRGs nicht kriegen. Die sie eigentlich haben müssen. Ja, ist eine Katastrophe. Also formal, also wenn der Geschäftsführer des Krankenhauses auf die Maximierung seines Profits gehen würde, ne, dann müsste er sich eigentlich unethisch verhalten. Ja. Das ist doch, wie wir politisch ein solches System überhaupt akzeptieren konnten, verstehe ich schon gar nicht. Ne? Also jeder Politiker, der da mitgestimmt hat, hätte doch eine Ohrfeige kriegen müssen eigentlich. Dass er die Bedingungen so macht dafür. Das ist, also das nervt mich so. Jetzt in dem Fall mit dem Krankenhaus da im Ortenaukreis ist das ganz anders, weil der Geschäftsführer, der im Landkreis, der ein Landkreiskrankenhaus hat, der hat auch Minus dort. Der muss das Krankenhaus sanieren und er sagt jetzt umgekehrt, mit euch zusammen saniere ich das Krankenhaus. Mhm. Und zwar indem ich die Leistungen, die bei mir auch negative Deckungsbeiträge erzeugen. Zum Beispiel, wenn ein Patient aus dem Pflegeheim abends um 9:30 mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wird und dann im Endeffekt alles Mögliche an Diagnostik gemacht werden muss und um dann rauszukriegen, dass es eigentlich doch nur Volumenauffüllung wieder bedarf, dass der Patient wieder zurück darf, dann ist das auf jeden Fall ein Minusgeschäft für das Krankenhaus. Also das ist nicht jede Leistung, die im Krankenhaus erbracht wird, ist ein Positivbringer. Sondern wenn wir ganz gezielt die schlecht sozusagen sich refinanzierende Leistung herausnehmen, dann schaffen wir im Krankenhaus sogar einen positiven Effekt. Und umgekehrt wollen die jetzt noch weitergehen mit uns und überlegen, ob sie ein Unterbudget praktisch machen im Hinzichtal dann. Dass Sie die Verantwortung mit übernehmen für die gesamten Krankenhausausgaben. Also wir haben jetzt ungefähr 35% Krankenhausausgaben. Sie meinen bei den AOK, LKK-Versicherten? Genau, bei denen. Die sozusagen ja damit drin sind. Und dass Sie dann sagen, okay, wir übernehmen einen Prozentsatz, garantieren den. Und wenn weniger Kosten da sind, dann behalten wir einen Teil von diesen weniger Kosten. Und wenn mehr Kosten eintreten, dann gehen wir mit in einen Teil der Finanzierung. Dann bekommt das Krankenhaus auf einmal ein wirtschaftliches Interesse mit an der Gesundheit der Population. Das wäre ein wildes Modell. Ob das so klappt, wissen wir noch nicht. Der Grundgedanke ist erstmal aufgeschrieben, ist im neuen Krankenhausreport 2017 veröffentlicht. Also, mal gucken. Gut, gibt es noch weitere Fragen, Stellungnahmen, Diskussionsbeiträge? Ansonsten würde ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ganz, ganz herzlich bei Frau Lechner bedanken für den Input, auch nochmal was die Informationen, was Gesundheitsregion Plus betrifft. Ich denke, es ist einiges, was wir mitnehmen, halt eben zum Nachdenken für uns, wie man da eventuell halt eben auch eine Gesundheitsversorgung in einer Region aufstellen kann, wie man sie entwickeln kann, wie man über die bestehenden Grenzen, die das bestehende Gesundheitssystem und die bestehende Gesundheitspolitik leider aufgebaut hat, wie man die auch ein Stück weit umgehen kann, so ein bisschen Guerilla-Taktik-mäßig umgehen kann, auch nach meinem Verständnis. Und vielleicht regt das ja die Diskussion an. In dieser Region haben wir ja die dominante Diskussion über halt eben die Situation Ahlen-Regelmed. Aber ich fände es sehr gut, wenn wir die ergänzen könnten, wenigstens halt eben um die Diskussion halt eben, wie kriegen wir eine Gesamtversorgung in der Region sichergestellt, und zwar in der Kooperation aller Beteiligten halt eben.
nicht nur einzelne Beteiligten, die da gegeneinander gehen. Ich würde mich freuen, wenn wir auch weiter in der Diskussion bleiben könnten, wenn wir da versuchen könnten, das auch gemeinsam ein Stück weit, diese Impulse, die wir jetzt heute Abend bekommen haben, weiterzutragen und die Diskussion ein bisschen einen anderen Spin geben, als es im Moment zumindest hat. Vielen herzlichen Dank nochmal fürs Kommen und vielen herzlichen Dank für Ihr. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend.